Russland feuert abermals Dutzende Raketen auf die Ukraine. In Teilen von Kiew fallen Strom- und Wasserversorgung aus. Unterdessen gehen die Getreidetransporte über das Schwarze Meer weiter, auch ohne Russland. Russland hat am Montag zu Beginn der neuen Woche wieder zahlreiche Städte in der Ukraine mit Raketen beschossen. Im ganzen Land gab es Luftalarm, die ukrainische Flugabwehr war aktiv, wie die dortigen Behörden mitteilten. Die Angriffe mit mehr als 50 Marschflugkörpern und Raketen hatten nach ukrainischen Angaben auf 7 Gebiete gezielt, darunter Charkiw, Saporischschja und Kirovohrad. Es sei teils wichtige Infrastruktur getroffen worden, hieß es. 44 der Geschosse seien abgefangen worden. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben nicht. In der Hauptstadt fielen große Teile der Wasserversorgung aus. Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete in einer Mitteilung auf Telegram davon, dass 80% der Verbrauchsstellen betroffen seien. Fachleute bemühten sich, den Schaden möglichst schnell zu beheben. Klitschko stellte in Aussicht, dass in den Stadtteilen östlich des Flusses Dnipro am frühen Nachmittag wieder Wasser fließen werde. Am westlichen Ufer mit dem Zentrum der Millionenstadt werde dies erst in einigen Teilen möglich sein. Klitschko riet der Bevölkerung in Kiew, sich notfalls an öffentlichen Zapfsäulen mit Trinkwasser einzudecken. Die Stadtverwaltung veröffentlichte eine Karte dieser Brunnen. Der Ausfall des Wassersysteme hing den Angaben mit Schäden an der Stromversorgung zusammen. Klitschko schrieb, 350.000 Haushalte seien auch ohne Strom. Für das Gebiet um die Hauptstadt teilte Gouverneur Oleks Kuleba mit, die Bevölkerung solle sich für lange Stromausfälle wappnen. Die ukrainische Bahn teilte mit, dass sich der Ausfall der Stromversorgung stellenweise auf den Verkehr auswirke und zu Zugverspätungen führe. Die russischen Angriffe hatten, wie in den vergangenen Wochen, während des morgendlichen Berufsverkehrs zu Wochenbeginn stattgefunden. Zuletzt hatte es dabei immer wieder Tote und Verletzte gegeben. Über neue Opfer war am Montag zunächst nichts bekannt. Die Behörden riefen die Bürger auf, sich in Schutzbunkern und anderen Räumen in Sicherheit zu bringen. In den Großstädten verbrachten viele Menschen die Morgenstunden in U-Bahnhöfen. Russland hatte erklärt, besonders die Energieinfrastruktur des Nachbarlands ins Visier zu nehmen. Die Ukraine spricht von Energieterror, mit dem Ziel, die Menschen in Dunkelheit, Kälte und Angst zu stürzen und so in die Flucht in die EU zu treiben. Russland setze seine Angriffe gegen die zivile Infrastruktur fort, teilte der Chef des ukrainischen Präsidialamtes, Andriy Yermak, in seinem Blog im Nachrichtenkanal Telegram mit. Wir werden durchhalten. Und diese Schande wird ganze Generationen von Russen teuer zu stehen kommen, kündigte er an. Zugleich forderte er vom Westen mehr Waffen und neue Sanktionen gegen Russland. Getreidetransporte laufen weiter. Unterdessen einigten sich die Delegationen der Vereinten Nationen, der Türkei und der Ukraine im Koordinierungszentrum für das Getreideabkommen darauf, die Getreideexporte aus der Ukraine über das Schwarze Meer weiterlaufen zu lassen, obwohl Russland das sichere Geleit für die Frachter aufgekündigt hatte. Wie das Koordinierungszentrum in Istanbul in der Nacht zum Montag mitteilte, sei die russische Delegation von dem Ergebnis informiert worden. Am Montag sollen demnach 12 Schiffe durch den festgelegten Seekorridor aus der Ukraine in Richtung Istanbul fahren. Die Nachrichtenagentur AFP meldete am Morgen, die ersten beiden Schiffe hätten bereits ukrainische Häfen verlassen. Nach Angaben des Koordinierungszentrums sollen auch 4 Schiffe in Gegenrichtung fahren. Unklar ist, wie Russland auf diesen fortgesetzten Schiffsverkehr reagieren wird. Auch die bisher von allen 4 Parteien gemeinsam in Istanbul durchgeführten Kontrollen der Frachter sollen weitergehen. Für Montag sollen die UN und die Türkei 10 Teams stellen, um 40 wartende Schiffe abzufertigen. Die Ukrainer seien einverstanden, die Russen seien in Kenntnis gesetzt worden, hieß es von den Vereinten Nationen. Die Ukraine wird von ihrer Seite alles tun, damit die Initiative zum Getreideexport weiter funktioniert, sagte der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj in seiner Videoansprache am Sonntag. Russland: Vorerst keine Rückkehr in Abkommen.
Russland sprach am Sonntag von angeblichen Beweisen, dass die Ukraine den humanitären Seekorridor für den Drohnenangriff auf die Schwarzmeerflotte in Sewastopol am Vortag missbraucht habe. Über eine Rückkehr in die Getreidevereinbarung sei nicht zu reden, solange dies nicht vollständig aufgeklärt sei, sagte Vizeaußenminister Andrei Rudenko. Moskau will diesen Angriff am Montag, dem 250. Kriegstag, auch vor den UN-Sicherheitsrat in New York bringen. Bei der Sitzung der vier Delegationen im Koordinationszentrum habe die russische Seite mitgeteilt, die Mitarbeit auf unbestimmte Zeit auszusetzen, hieß es in der UN-Mitteilung. Sie wolle aber den Dialog mit den UN und der Türkei über drängende Fragen fortsetzen. Die russischen Vertreter wollten sich am Rande auch beteiligen, wenn die Getreideinitiative insgesamt rasche Entscheidungen treffen müsse. Die Initiative war im Juli unter Vermittlung der Türkei und der UN vereinbart worden und hatte die monatelange Blockade der ukrainischen Getreideausfuhren infolge des russischen Angriffskriegs beendet. Nach türkischen Angaben sind seither 9,3 Millionen Tonnen Getreide verschifft worden. Vereinbart ist, dass die Schiffe und ihre Fracht jeweils bei der Durchfahrt durch die türkische Meerenge Bosporus kontrolliert werden. Ursprünglich galt das Abkommen bis 19. November. Es wäre aber, wenn keine Seite widersprochen hätte, automatisch verlängert worden. Moskau hatte das Abkommen zuletzt immer wieder kritisiert, weil es sich infolge der Sanktionen des Westens bei den eigenen Getreide- und Düngemittelexporten ausgebremst sieht. Angriff auf Sewastopol trifft Russland. Der Heimathafen der russischen Schwarzmeerflotte in Sewastopol auf der annektierten Halbinsel Krim wurde am Samstag von Flug- und Schwimmdrohnen angegriffen. Moskau spricht von einem Terrorakt und behauptet, dass die ferngesteuerten Kampfboote sich im Schutz des Seekorridors für die Getreideexporte bewegt hätten. Mindestens eine Drohne sei auf See von einem Getreideschiff aus gestartet worden. Beweise wurden in einer Mitteilung des russischen Verteidigungsministeriums vom Sonntag aber nicht angeführt. So etwas könnten nur kranke Menschen behaupten, entgegnete der ukrainische Staatschef Selenskyj in seiner Videoansprache. Aber diese kranken Menschen bringen die Welt abermals an den Rand einer schweren Nahrungsmittelkrise. Für Russlands Kriegsführung gegen die Ukraine bedeutet die Attacke, dass die Schwarzmeerflotte als Herzstück der Militärmacht auf der Krim nicht sicher ist. Selenskyj beriet am Sonntag abermals mit den Spitzen der Streitkräfte und der anderen Sicherheitsorgane über den Fortgang des Abwehrkampfes gegen Russland. Dabei sei es auch um die möglichen Pläne des Feindes für die kommende Zeit gegangen, sagte er, ohne Einzelheiten zu nennen. Allerdings sind auf solche Sitzungen des Oberkommandos schon mehrfach Offensiven der ukrainischen Streitkräfte gefolgt. Wir arbeiten täglich, um die Wiederherstellung der territorialen Unversehrtheit unseres Staates zu beschleunigen, sagte er.